Das iPad findet immer mehr Einzug in den Volks- und Raiffeisenbanken. Seit dem Start des iPads in Deutschland unterstützt Thorsten Jekel als Dozent auch die ADG-Kunden beim produktiven und sicheren Einsatz des iPads. Im Bereich Inhouse-Qualifizierung geht Jekel zudem für die ADG in viele Genossenschaftsbanken und konnte in zahlreichen Gesprächen vorherige Zweifel restlos beseitigen. Herr Jekel, vielen Dank, dass Sie heute da sind auf Schloss Montabaur. Vielen Dank, dass Sie uns im Gespräch zur Verfügung stehen. Immer wieder gerne. Meine erste Frage an Sie ist die, dass Sie ja nicht nur auf dem Schloss hier in Montabaur Seminare rund um das Thema iPad anbieten, sondern auch für die ADG in die Banken hineingehen und dort für verschiedene Zielgruppen Seminare anbieten. Können Sie da aus Ihrer Erfahrung kurz was zu erzählen? Ja, es sind eigentlich erfahrungsgemäß drei Schwerpunkte, zu denen ich in Banken unterwegs bin. Zum einen gibt es immer mehr Banken, die das iPad in der Aufsichtsratarbeit einsetzen wollen. Das heißt, nach den aktuellen MRS-Risk-Richtlinien ist es ja so, dass sie im Regelfall 14 Tage vorher dem Aufsichtsrat die Unterlagen zur Verfügung stellen sollen. Und hier ist das iPad ein Weg, um das intelligent tun zu können. Das heißt, hier ist es im Regelfall so, dass wir eine gemeinsame Schulung mit Aufsichtsräten, mit dem Vorstand machen, damit hier das iPad in der Aufsichtsratarbeit professionell eingesetzt werden kann. Das ist der erste Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt ist, wenn Vorstand und Bereichsleiter dieses einsetzen wollen, dass wir dann im Regelfall in-house meistens einen Tag uns vornehmen und sagen, welche Fragen gibt es und wie können Sie das iPad produktiv in Ihrem Führungsalltag in der Bank einsetzen. Und der dritte Schwerpunkt für die IT-Kollegen, dass wir gemeinsam in der Bank das bestehende IT-Sicherheitskonzept erweitern um die Punkte, die wichtig sind für das Thema iPad. Weil es geht um drei Dinge beim Thema iPad. Es geht einmal um die richtige IT-Systemunterstützung. Hier ist das Stichwort Mobile Device Management System, wird von beiden Rechenzentralen unterstützt. Es geht um die richtigen organisatorischen Rahmenbedingungen im Sinne von IT-Sicherheitskonzept. Und es geht um das Thema Bewusstseinsmachung und Schulung der Mitarbeiter. Weil wenn Sicherheitsverstöße, wenn Datenabflüsse sind, dann ist es im Regelfall nicht aus vorsätzlicher Sicht, sondern im Regelfall aus Fahrlässigkeit. Und deswegen unterstütze ich hier gerne im Sinne von konzeptionell zu trainieren, zu sensibilisieren. Wenn Sie in die Banken reingehen, merken Sie dann, wie groß ist schon der Erfahrungsschatz im Umgang mit dem iPad? Meistens sehr begrenzt, weil es doch ein ganz anderes Thema ist als so die bestehenden IT-Systeme. Also ein PC ist doch etwas ganz anderes als so ein iPad. Und was ich auch mal wieder wahrnehme, ist, dass das iPad ein Gerät ist, was eigentlich recht intuitiv ist. Aber spätestens nach einem halben Jahr merken Sie, oh, da knirscht es dann doch immer. Und nach dem Tag können Sie wirklich mit Office-Dokumenten arbeiten. Nach dem Tag können Sie wirklich präsentieren. Dann können Sie produktiv mit dem System arbeiten. Inwiefern wird das iPad in Zukunft auch die Kunden unterstützen, vieles zu vereinfachen? Ja, wo Sie es heute ja schon immer mehr haben, ist beim Thema Online-Banking beispielsweise, also dass Kunden immer mehr auf ihre Kundendaten zurückgreifen. Über den Weg, das ist das, was heute schon genutzt wird. Aber auch mal, ich sehe immer mehr Kunden, die bis hin zu Unterlagen für Immobilienfinanzierung die Dinge mit dabei haben. Und was ich hier auch wahrnehme, was immer wichtig ist, die Kunden erwarten immer mehr, dass die Bank auch mit diesen Medien arbeitet, gerade Jüngeren. Und deswegen ist es nicht nur eine Frage, wollen wir das, sondern auch die Frage, okay, erwarten die Kunden das? Und letztendlich, wenn wir es als Volks- und Raiffeisenbanken nicht machen, dann machen es uns die Privatbanken vor oder die Kollegen aus dem Sparkassenbereich. Und da sollten wir sicherlich gucken, dass wir weiterhin die Nase auch vorne behalten. Inwiefern werden auch die Mitarbeiter der Genossenschaftsbanken von dem iPad profitieren? Ich sag mal, Stichwort Homeoffice. Ist sowas mit dem iPad zukünftig möglich? Definitiv ja. Also es gibt ja natürlich die Möglichkeit, dann auch unterwegs zu arbeiten, auch außerhalb der Bank. Zum Zweiten ist es so, ich bin da sehr dogmatisch. Ich sage, jede Applikation, die auf dieses iPad draufkommt, ist eine Applikation, die wie auch bei einem Bank-PC zentral administriert und installiert wird. Aber Sie können auf einem iPad auch deutlich mehr Applikationen zulassen. Da darf auch gerne mal eine Bundesliga-App drauf sein, da darf auch gerne eine Fernseh-App drauf sein. Gar kein Thema, aber bitte unter der zentralen Kontrolle der IT. Und das entspannt dann auch, wenn Sie zum einen eine Verbandsprüfung haben, wenn Sie das im Rahmen eines IT-Sicherheitskonzeptes sauber dokumentiert haben, welche Applikationen drauf sind, welche Sicherheitsmaßnahmen angedacht und umgesetzt worden sind, um das System sicher einzusetzen. Und dabei können die Mitarbeiter trotzdem noch Spaß haben. Und beides ist wichtig. Also Sie müssen wenig Supportaufwand ist wichtig, produktiv das ganze System einzusetzen, zu verhindern, dass Daten abfließen. Und ich sage es jetzt auch mal ganz pragmatisch, wenn Sie im schlimmsten Fall eine 44er-Prüfung haben, dann wollen Sie eben
nicht F4 fahren, sie wollen nicht Formel 3 fahren, sie wollen noch nicht mal Formel 1 fahren. Also vor dem Hintergrund begleite ich Banken einfach damit, sicherzustellen, dass dann einfach im Rahmen auch von IT-Prüfungen, Verbandsprüfungen und im schlimmsten Fall im Sinne einer 44er-Prüfung dort einfach keine Beanstandungen aus dem Bereich iPad kommen und die Mitarbeiter trotzdem Freude haben, damit zu arbeiten. Okay, vielen Dank, Herr Jeckel, für das Gespräch. Ja, sehr gerne.